Denn, und das ist interessant, eine Crate besteht ja aus 9 Kartoffeln, Karotten, was auch immer, Salatköppen, aber verkauft sich für einen Silbercoin. Das heißt, aktuell verkaufe ich 9 Kartoffeln für ein Silber oder 9 Äpfel für ein Silber. Das ist schon ziemlich geil. Mein anderes Projekt zum Goldmachen ist ja noch, läuft ja noch, und zwar die Flint Tiles. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Create Above and Beyond und wieder zurück in meiner kleinen Singleplayer-Welt, wo es heute hoffentlich in der Questreihe ein bisschen weitergehen wird. In der letzten Folge hatten wir so ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Tüdelkram gemacht und uns ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir vernünftig durchstarten können. Und dann habe ich hier dieses Gerät hier. Das ist ein sehr geiles Gerät, denn damit kann man auf Entfernung Sachen machen. Das ist ziemlich cool und ja, sollte man häufiger mal benutzen. Dann habe ich halt noch ein bisschen Bier getrunken, wie es gehört. Ich habe halt im Grunde habe ich hier fertig gemacht, was ich hier fertig machen konnte. Ja, so ein bisschen. Ah nee, die Chuchus fehlen noch, aber pff, will ich die wirklich? Mach ich dann später, weil ich benutze die eh nicht. Ich habe dann Offscreen noch ein bisschen umgebaut. Ich habe dann hier drüben einmal die verbesserten Dinge reingepackt. Die verbesserten. Die verbesserten Module. Und jetzt geht es hier schon ein bisschen ab mit dem Kollegen hier. Der ist jetzt so schnell, wie er eben schnell sein kann. Von der Produktion her. Macht jetzt die Crushing Wheels. Zack, zack, zack. Und schneller kriege ich ihn halt nun wirklich nicht mehr. Also von daher passt das. Ich habe dann außerdem das Barrel von da unten nach da oben gelegt und eine Verbindung rübergepackt, sodass, wenn es dann gequatscht wird, wird es auch direkt, oder wenn es dann hergestellt wird, wird es auch direkt gequatscht und landet dann hier drinne und macht uns dann hier sehr viele Freuden. Und wie üblich können wir hier ja dann in unserer wunderbaren Maschine das Zeug mit Enderium versehen und umwandeln. Da habe ich auch ein bisschen was da. 2, 3, 4, gleiche Menge, nicht vergessen. Na, 4, 6 davon, 4, 6 davon. Und dann einfach alles draufhauen. War ich schon dran? Okay. Dann haben wir eine Runde kurbeln, bis oben das TNT kommt. Zack. Und dann einmal zünden. Rabems. Schon haben wir jetzt hier die Quantum Entangled Singularities. Diese wandern jetzt automatisch da oben rüber, werden jetzt gestampft mit der pinken Farbe. Hier wurde mir vorgeschlagen, mal die weiße Farbe zu nehmen. Das Ding ist, weiße Farbe geht generell nicht. Es muss tatsächlich irgendeine Farbe sein. Und in dem Fall stricken wir rot mit ein bisschen weiß und dann wird daraus pink. Direkt weiß alleine geht nicht. Wäre zu einfach, weil dann haben wir ja ohne Ende Bone Meal. Das könnte man wunderbar umwandeln zu weißer Farbe. Aber in dem Fall muss es tatsächlich eine andere Farbe sein. Aber ein bisschen rote Beete. Und dann geht das. Ja, und dann werden die Sachen hier geklatscht, werden zu bunten Pünktchen, werden hier rausgezogen, wandern hier drüben, wandern über das Förderband, wandern in den Crafter, wandern hier rein, werden dort ausgespuckt, sind hier mit Fackeln umgeben und werden dann zu dem Radiance quasi auch schon fast schon instant. Muss so kurz warten, der haut immer nur 16 raus, wenn er kann. Jetzt liegen die da. Und es sollte das auch mit der Umwandlung auch relativ fix gehen, weil es könne ja bis zu 10 Fackeln gleichzeitig das Ding beleuchten. Durch die. Ja, da ist der erste schon. Zack. Und. Plönk. Und dann haben wir schon unsere erste Radiant Induction Coil. Zack. Und so schnell kann es gehen. Ne? Der macht jetzt den ganzen Spaß und ist komplett automatisch. Alles, was ich machen muss, ist im Grunde nur hier Cobbles zum Sticks reinwerfen, das dann übertragen, zünden und fertig. Den Rest macht das Ding komplett vollständig alleine. Und das brauchen wir aber auch, weil wir in Zukunft ja diverse Sachen machen wollen. Und da brauchen wir viele von diesen Radiants, denn die sind ja der Hauptbestandteil für das Upgrade hier drüben. Nämlich hier. Für die Inductive Mechanisms brauchen wir die Inductive Coil, und zwar zwei Rohmechanismen. Ne? So wie wir hier zum Beispiel auch. Übrigens, voll, ne? Wir haben kompletten Stack Electron Tubes voll. Also komplettes Barrel voll. Und ist sogar noch ein bisschen Eisen da. Ist das schön, oder? Aber ja, da wir die hier brauchen, auf jeden Fall dementsprechend.
muss das schon so automatisiert sein, dass man das entsprechend dann da laufen lassen kann. Und das eigentlich soweit zu dem, wo wir gerade stehen. Noch ein kleiner Hinweis auf meine Basis selbst. Und zwar, ich habe hier drüben diese wunderbare ausgezeichnete Lavafarm. Das sind Bäume, die machen Lava, wenn man die abzapft. Die haben jetzt nur ein Problem. Also die haben jetzt ein kleines Problem. Die reichen nicht. Die reichen tatsächlich gerade nicht. Was machst du hier bitte? Du bist hier völlig falsch. Ich wollte ihn eigentlich nach Hause schicken, aber kann man den vielleicht durchs Haus leiten und dann nach vorne schicken? Geh mal da die Treppe hoch, bitte, wenn du kannst. Komm, komm, Treppe, Treppe. Nein, nein. Du kannst nicht durch die Wand gehen, du musst die Treppe nutzen. Ja, der will unbedingt zu seiner Farm zurück, aber er kann halt nicht, weil eben er den Weg nicht findet. Wie ist hier ein Stein? Okay. Kannst du mal bitte... So, dann muss ich ihn einfach töten und einen neuen machen. Das wäre eine Option. Ich versuche ihn später mal zurückzuschubsen eventuell. Weil man könnte jetzt einfach die Wand einreißen und die dann da durchlaufen lassen, aber... weiß ich nicht. Müssen wir seine Marotten wirklich so unterstützen? Ich weiß ja nicht. Jetzt will er wahrscheinlich da wieder raus, ne? Hier. Da geht's raus, komm. Da geht's raus. Komm, komm. Nee, jetzt geh doch mal durchs Loch da. Husch. Schusch. Wenn du jetzt umdrehst, ne? Geh. Geh. Junge. Okay, jetzt müssen wir nur die Tür aufmachen, dann weißt du, dass er wieder raus kann. Moment. Aber. Okay, das geht. Ja, richtige Richtung bist du schon mal. Geh mal ein Stück weiter nochmal. Wir machen gleich die Tür auf. Aber, wenn ihr bis hier zugeschaut habt, danke ich schon mal für eure Aufmerksamkeit. Und für die, die neu hier sind, vergesst doch bitte nicht, eventuell den Kanal zu subscriben. Denn dort gibt es jeden Tag neuen Content zu Modded Minecraft, Sandbox Survival Games, aktuell Satisfactory Plus, ein bisschen Tektonika hatte ich letztens. Und was eben so geht. Alles, was so ein bisschen Survival, Sandbox und Modded... Richtung. Abgeht, wird von mir so ein bisschen gecovert mit Let's Plays, Tutorials und natürlich auch Streams auf Twitch. Und wenn ihr schon hier seid und Subscriber seid, vergesst doch nicht das Liken und das Kommentieren. Denn das hilft dem Algorithmus und dann macht das alles ein bisschen schöner, nicht? Okay, danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt legen wir aber wirklich los und machen heute mal wieder ein bisschen Blödsinn. Also sinnvolles Zeug. Sinnvollen Blödsinn. Wir hatten ja festgestellt, dass die nächste Quest, Into the Box, diese hier, die braucht jetzt diesen komischen Laser und der dürfte lustig werden. Womit fangen wir jetzt an? Okay, wir könnten eine Schneeballmaschine machen. Wir könnten uns um Holz kümmern. Es geht letztendlich darum, das hier herzustellen. Das Silicon Compound. Das braucht feinen Sand. Das heißt einfach nur Sand und Sieben. Den Sandball waschen. Okay. Oder... Oh, oder einfach Sand mit Dings machen. Okay, das kriegen wir hin. Sand zu einem Ball waschen im Fluid Encapsulator. Hier bräuchten wir Sandstein. Mit einer 12% Chance. Wow, das ist ja richtig scheiße. Nee, dann direkt Sand waschen hier. Okay. Und das dann sieben lassen. Nutzt einen Eimer Sand, aber okay, gut. Da musst du den feinen Sand dann auch wieder, okay. Ist also nicht verblödsinn. Es muss also ein Ball Sand passieren. Und den Sand chunken hat dann zu was? Mit der Earth Charge to Purified Sand. Den brauchen wir ja auch, ne? Genau. Den puren Sand brauchen wir auch. Den machen wir mit einer Earth Charge. Den machen wir aus Basaltpowder. Den machen wir aus
Okay, das sollten wir auf jeden Fall damit machen. Und dann vermutlich Basaltpowder auch direkt wieder reinleiten zum Verarbeiten. Denn das dürfte vermutlich einen recht hohen Katalysator-Dings haben, oder? Oh ja, Auxily Modifier 3. Können wir auch dieses Aux Modifier auch mit reinpacken, dass wir halt eben mehr Nebenprodukte haben. Und eine Use-Chance auf 50%. Genau, dass wir dann auch den Upgrade mit reinpacken, dass wir halt eine Chance haben, dass wir die Chance verringern, dass der verbraucht wird. Denn es geht ja hauptsächlich um das Ding jetzt hier, weil das wollen wir ja haben, ne? Ach nee, Quatsch. Wir wollen das Hauptgerät haben. Und eine Chance auf 50% extra, okay? Und dann bekommen wir eventuell ein bisschen Slack dazu, okay? Dann auf jeden Fall durch den Pulverizer, nicht durch die Crushing Wheels. So, und den Basaltschad, genau. Das müssen wir jetzt machen mit dem Fluxomagnet und dem Laser. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge Basalt. Und hier machen wir auf jeden Fall den Igneous Extruder auf Soilsand, Soul Soil. Wo kriege ich einen Soul Soil her? Gar nicht. Oh. Okay. Ich brauche aber Soul Soil. Ich habe einmal, wo habe ich Soul, habe ich es gefarmt? Ich habe übrigens noch, Kleinigkeit, angefangen Zeug zu verkaufen. Nämlich, ich habe jetzt mal meine Farm ein bisschen auf leer gemacht und habe jetzt die Crates, die Sachen, die ich habe, die Karotten und die Zwiebeln und auch die Äpfel, jetzt in Crates gepackt und lasse die jetzt hier durchsämmeln. Denn, und das ist interessant, eine Crate besteht ja aus 9 Kartoffeln, Karotten, was auch immer, Salatköppen. Aber verkauft sich für einen Silbercoin. Das heißt, aktuell verkaufe ich 9 Kartoffeln für ein Silber. Oder 9 Äpfel für ein Silber. Das ist schon ziemlich geil. Mein anderes Projekt zum Goldmachen ist ja noch, läuft ja noch. Und zwar die Flint Tiles. Ich war ja noch mal eine Runde minen. Da kam noch ein bisschen was an Cobblestone zusammen. Und der ist jetzt bei 20.000 und hat noch weiter einen Haufen Cobblestone zum Zerlegen. Nicht zu vergessen, dass wir eigentlich das Zeug machen, um Eisen zu bekommen, aber wir bekommen halt eben jetzt auch 20.000 mal Flint. Flint-Flint-Dinger. Und 16 Flint machen eine Münze. Das heißt, da kriegen wir gerade ordentlich was an Kohlen. Und wir haben noch... lass mich kurz reingucken... 52.700 Cobblestone auf Lager. Und wenn ich wieder minern gehe, kommen dann nochmal so 50.000 dazu. Das ist echt schnell gemacht. Also das Minern ist super fix dann. Das geht echt ab. Also würde ich sagen, das dürfte auf jeden Fall ordentlich laufen. Oh. Da blockiert irgendwas. Ab und zu rutscht hier mal eine blaue Kugel her. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie die da hinkommen. Das ist irgendein Bug, der hier auftritt. Wodurch irgendwas zu schnell drüber rollt und dann bleibt ein Blaukugel hängen. Kommt aber auch nur ganz selten mal vor. Ich kann es also jetzt nicht irgendwie herausfordern oder so. Das muss irgendein Bug sein, weil normalerweise sollte das nicht passieren. Normalerweise sehe ich keinen Grund, warum hier irgendwas passieren sollte. Denn die Sachen sind hier ganz klar justiert, gelockt. Da kann nichts anderes bei passieren. Und von daher sollte das eigentlich nicht auftreten. Tut's aber. Warum, weiß ich nicht. Anyway. Die Kugeln sind schon... Ja, der ist schon durch, ne? Der ist schon so geil. So lecker, wie der dort wieder durch ist. Und der hat aber jetzt wieder Zeug gemacht. Das heißt, wir haben trotzdem wieder genug Singularities. Wenn ich jetzt nicht mehr Cobblestone hätte, könnte ich wieder mehr machen. Das ist so gut. Das läuft alles wunderbar automatisch. Und dann wird es alles ganz spontan zu dem Zeug hier fertig. Läuft doch. Aber, Ablenkungen, mal wieder vom Feinsten. Wir brauchen erstmal den Igneous Extruder, um Basalt zu machen. Diesen Basalt sollten wir dann auf jeden Fall
bearbeiten. Und ich denke, wir sollten hierfür mal eine komplett neue Schiene aufmachen, oder? Was meint ihr? Ich denke, mal eine komplett neue Schiene wäre hier wahrscheinlich sinnvoll. Vermutlich wäre es aber sinnvoller, erstmal nochmal unsere Produktion zu pimpen ein bisschen. Denn wir haben festgestellt, dass wenn alles läuft, ist das Gerät hier überfordert. Wir sind also jetzt schon ziemlich hart an der Kotzgrenze, was denn eben den Speed angeht hier. Ich denke also, wir sollten ein bisschen umstellen. Nochmal. Okay. Wir korrigieren unseren ganzen Auftrag nochmal. Wir stellen ein bisschen um. Wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen das jetzt nochmal und machen jetzt hier unten in Reihe. Hier unten in Reihe machen wir jetzt die Produktion und klemmen halt eben eine Maschine nach der nächsten an und leiten das dann hoch. Und können dann halt eben in diese Richtung gehen und unbegrenzt mehr Ressourcen hinzufügen. Wir brauchen dafür nur jeweils einen Pulverizer und andersweise. Wir machen auch keine Experimente mit einem Pulverizer für verschiedene Maschinen, weil das Problem dabei ist, du hast dann die Gefahr, dass sich die Sachen ungleich aufteilen und irgendwann ist halt eine Dings leer. Da riskiere ich lieber, dass ich einen Pulverizer habe, ein Blast Furnace und fertig. Das soll mir reichen. Ja. Allerdings, oh Gott, das sind so viele Schmetterlinge. Eigentlich wollte ich noch was anderes. Ich war abgelenkt, ne? Ich war ja abgelenkt von dem Strohhorst. Mein Problem ist, wir haben nicht genug Lava. Das ist mein Problem. Trotz dieser riesigen Farm haben wir nicht genug Lava. Die Lava hier läuft leer. Der Strom wird weniger, weil der nicht permanent laufen kann. Das ist ein Problem. Wir müssen also unsere Lava-Produktion ein kleines bisschen ankurbeln. So. Und da ist jetzt die Frage, welche Augments gehen denn hier rein in diesen Extraktor? Also auf jeden Fall den Invar-Gedöns, das ist klar. So, wir brauchen keinen In- und Out, keinen Modular-Reconfigurator, brauchen wir nicht. Wir brauchen keine XP, das ist okay. Wir könnten unseren RF-Code expanden, wir haben keinen RF. Fällt das so auch aus. Wir könnten den Tank größer machen. Das ist Blödsinn, weil wir haben vorne den großen Tank, wo die ganze Lava reingeht. Wir hätten einen Filter, das brauchen wir nicht. So, wir könnten Flux-Linkage, den Prozessspeed erhöhen. Ich glaube aber, dass da die Maschine keinen Strom verbraucht, das in dem Fall sinnfrei sein sollte. Genauso wie Flux-Efficiency, weil, naja, bringt ja nichts, wenn wir da, ne? So. Auxiliary, wir haben keine Auxiliary, wir haben keine sekundären Outputs. Fällt also auch raus. Wir haben keine Inputs oder keinen Kataklysten. Generation Rate, ja, wir generieren nichts. Wir verbrauchen kein Fuel. Wir könnten eventuell mit der mit der Reichweite arbeiten vielleicht. Vielleicht greift er dann einfach mehr. Den Potion Amplifier, glaube ich, das dürfte nichts bringen. Genauso wenig wie der Duration Extender. Das heißt, in dem Fall, die einzige Option wäre eventuell der Flux Linkage. Sowie das Radial Enhancement und natürlich logischerweise die Reinforced Components. Lass uns also mal schauen, was davon geht. Brauchen wir erstmal den Radial. Ich glaube nicht, dass der funktioniert, aber man kann es ja mal testen. Ja, der geht da nicht rein, alles klar. Dann der Flux Linkage Amplifier. Der wird vermutlich auch nicht gehen, weil wir eben keinen Strom verbrauchen. Das dürfte auffallen. So. Brauchen wir den nochmal. Zack. Ja. Der hat schon nicht reagiert. Geht also auch nicht. Das heißt, es geht wirklich nur der Reinforced. Die Component. Und da können wir hier eigentlich erstmal unsere Kupferdinger loswerden. Und damit sollte das ein bisschen schneller gehen. Ne, lass doch das. Geht auch nur einmal rein. Und der erhöht dann den Output. Also der verdoppelt den Output quasi pro Durchgang. In dem Fall. Leider lassen sich die Komponenten nicht stacken. Das heißt, wir können nur entweder den oder den reinpacken. Ist also auch wieder nicht so gut. Oh,
Oh. Oh. Ach so, doch, geht. 16.000. Aber er nimmt dann immer nur den besseren. Hat er 75 Lava gemacht? Und bleibt da 24.000. Stimmt, da war ja was. Du konntest zwar beide reinpacken, aber es bringt nur... Wir können mal gucken. Wenn er wieder Lava macht. 75 wäre tatsächlich das Dreifache vom Standardwert. Also nur die... Nur den hier, der Reinforced. Meine F3 verdankt dann quasi die Effektivität des Gerätes hier. So. Aber wäre geil, wenn du wirklich denn die wenigstens hier das verdoppeln kannst. Genau, wir könnten Fertilizer reinpacken, aber... Fertilizer erhöht dann nur die Geschwindigkeit vom Abziehen, aber das ist eigentlich Blödsinn, weil da müsste ich alle versorgen. Ja, 75, das heißt also in dem Fall, es bringt nichts, außer hier die zu verdoppeln. Ich meine, was haben wir denn? Haben wir jetzt ein bisschen was an Bohnenmehl noch da? Ja, da kommt ein bisschen was zusammen noch. Lass mal ein bisschen was an Bohnenmehl machen. Und wir können mal... Habe ich da einen Sand da? Ein bisschen was. Wir haben ein bisschen was davon da, ne? Von dem Zeug hier. Und ich brauche das Appetit und das Neiter brauche ich im Grunde eigentlich gar nicht. Und Sand habe ich ja auch in der Farm. So, dann machen wir es ganz einfach. Oh. Ah, jetzt, okay. Ja. Da kam jetzt 100. Okay. Ja, das ist nicht tatsächlich. Also der erhöht tatsächlich nicht die Geschwindigkeit, sondern auch einfach nur den Output. Das heißt, jetzt sind wir auf 100. Also statt 50, also verdoppelt einfach nur den Output. Okay. Nochmal oben drauf. Hätte ich jetzt in der anderen drin, wäre das 150 Millibuckets pro Durchgang. Okay, dann lass uns mal ein paar von den Jungs verbessern. Dann den rein. Und später können wir halt eben eventuell noch mehr von den Reinforced überall reinpacken. Dann mache ich hier von unten am besten, ist glaube ich sinnvoller. Dann sehen wir da ein bisschen mehr. Wie sieht es denn hier aus? Der wenigstens reicht noch nicht ganz, damit er wieder durchlaufen kann, aber ist schon auf jeden Fall schon besser. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind ja noch nicht ganz fertig hier. Na nun, komm. Also, den da haben wir. Genau. Und den da haben wir. Genau. Kommen wir mal weiter. Gib ich jetzt? Hier ist keiner. Den hatte ich schon. Okay. Von allen Seiten irgendwie kacke da ranzukommen gerade. Okay. Also. Den haben wir nicht. Zack, zack. Den haben wir nicht. Und der Rest machen wir jetzt einfach nur so. Ohne die Upgrades. Wie gesagt, Neiter und so weiter kriege ich ja ohne Ende. Sand habe ich auch hinten in den Swainern. Auch ein Haufen Zeug drin. Denn das wird ja aktuell nicht gebraucht zum Waschen, da wir genug Clay haben. So, den da. Und den da. Den, oh, hier ist ein... Was ist hier los? Okay.
Warum zieht die Lavi hier nicht raus? Okay, was ist da los? Moment. Er zieht die Lava raus, aber nicht vollständig. Ist offenbar überfordert mit dem Rausziehen hier, hm? Da muss es darüber, daran. Das soll ja trotzdem funktionieren. Er zieht ja auch raus. Aber nur halt sehr. Sehr, sehr langsam. Also aktuell gar nicht. Die Lava kommt von dort nach dort. Auch da hängt er noch fest. Okay, okay, der zieht die Lava raus. Es scheint aber nur, dass die Tube generell einfach überlastet ist, wa? Okay, er zieht die Lava raus, aber nur langsam. Hm, weird. Aber deswegen ist halt eben die Lava hier auch komplett voll. Die Goggles sehen das, glaube ich, nicht, oder? Sehen die auch die Flüssigkeitsgeschichte? Nee, sehen sie nicht. Ja, die sehen nur den Stress, aber nicht die Flüssigkeit. Okay. Also ich kann mir echt nur vorstellen, okay, der ist jetzt leer. Jetzt ist okay, jetzt hat er leer gemacht. Das ist ja komisch, dass er jetzt erst angefangen hat, die Sachen leer zu machen. Weird. Okay, aber jetzt macht. Okay. Weird. Jetzt passt es wieder. Das ist ja komisch. Anyway. Status der Lava ist. Okay, wir haben hier wieder Lava drin, aber nicht genug. Die Lava wird tatsächlich deutlich weniger. Na, obwohl doch, da kommt immer ein guter Schwung nach. 48.000. Aber es wird langsam weniger werden trotzdem. Ja. 47. Die Produktion ist noch einfach zu wenig. Absolut kranker Scheiß. Es ist knapp, aber immer noch zu wenig. Na gut. Und aktuell sollte jetzt aber auch der Strom dann voll werden, denke ich mal. Ja, die Batterie füllt sich jetzt auf jeden Fall deutlich. Deutlich, weil jetzt kann der wieder vernünftig arbeiten und macht auch entsprechend mit voller Kante Strom. Die verbrauchen natürlich auch ein bisschen was hier, die Jungs, aber okay. So, die Kartoffeln sind durch. Dann machen wir mit der nächsten Crate weiter, den Äpfeln nämlich. Da habe ich nämlich über 1000 Crates über. Zack. Ich habe auch hier mal Upgrades reingepackt, und zwar die alten einfach nur. Flux-Amplifier und den Hardened. Damit es vielleicht noch ein klein bisschen schneller geht, weil, nö, da geht doch ein bisschen was. Und... Naja, da kommt ein bisschen was zusammen, Silber, gerade. Kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Und das ist nur halt eben Zeug, was ich einfach so nebenbei über hatte. Das jetzt ist mal nichts, was ich wirklich jetzt dringend bräuchte oder so, sondern das ist einfach wirklich nur über. Das passiert halt nebenbei. Hey, okay, lass mal ein bisschen Sand holen hier gerade nochmal. Wir nehmen hier den ganz normalen Standard-Sand.
Die Strainer verbrauchen sich offenbar auch, wenn der nicht angelt. Das heißt, wenn das Ding voll ist hier, sind die Strainer tatsächlich fast schon sinnfrei. So, hi. Wir brauchen die halt einfach nicht mehr, ne? Das ist schon ziemlich krass. Anyway, den Sand packen wir da schon mal weg. Den brauchen wir später auch wieder. Dann, das, wir können auf jeden Fall dann ein bisschen mehr Fertilizer machen eventuell. Aber wir gucken erstmal jetzt, wie sich das mit der Lava verhält. Und dann gucken wir dann einfach mal, wie das dann letztendlich wird. Wie sieht's hier aus? Die Vadians. Was haben wir da? Die sind alle durch, die laufen durch. Wunderbar, perfekt. Okay, wow. Das war jetzt wieder ein kompletter Ausflug in Sachen, die eigentlich später gemacht werden können, täten. Jetzt kümmern wir uns um den zusätzlichen, um die zusätzliche Power hier unten. Beziehungsweise in der nächsten Folge dann. Aber ich denke, wir bleiben hierbei. Wir werden jetzt hier einfach mal ein paar von den Dingen aufstellen. Der Pulverreiser selbst braucht ja nicht so viel Strom, ne, glaube ich. Der war ja noch relativ okay. Ja, der verbraucht 40 F pro Tick und auch nur alle Nasen lang ein bisschen was. Also ich würde sagen so, wir könnten den sogar vermutlich noch runterschrauben mit dem Augment, dass der weniger Strom verbraucht. Efficiency, da gab es ja hier diesen, genau. Dann ist er ein bisschen langsamer, aber verbraucht weniger Strom. Da brauchen wir Lumiumplatten für, okay, und Nickelgear. Ja, lass es mal ganz kurz. Das machen wir kurz mal testweise fertig. Dann haben wir das schon mal für die nächste Folge dann schon mal vorbereitet. Ey, wow. Lumiumplatten brauche ich. Da habe ich ein bisschen was da. Machen wir es mal 12. Danke. So, also, ja, der Creative wäre sehr geil, aber gut, da werden wir nicht hinkommen. Einmal Nickel Gear noch braucht es und logischerweise wieder einmal die Redstone Flux Coil, die braucht es ja quasi immer, überall. So, gut, haben wir den Spaß. So, das ist jetzt ein bisschen langsamer, 111%, braucht nur 36 Apothek. Ist aber weiterhin schnell genug. Ich denke, wir können da noch einen. Nochmal zweimal Nickel Gear. 1, 2. Und den Redstone. Zack. So. Runter auf 32 EF pro Tick. Das Coole dabei ist jetzt, dass er, also wir hätten es auch lassen können. Dann arbeitet er genauso schnell, verbraucht seine 40 F pro Tick. Das Ding ist allerdings, dass er. Warte mal, ach nee. Es sagt zwar, es reduced die Process Speed, aber sehe ich gar nicht. Der verbringt einfach nur die Geschwindigkeit. Maximum Power minus 10%. Also maximal, wie viel Strom mit drin sein kann. Nee, auch das hat er nicht verändert, oder? Nö. Aber auch die Geschwindigkeit verändert sich hier nicht, oder? Sehe ich nicht. Jetzt ist es deutlich langsamer ohne das Upgrade, das ist klar. Und jetzt ist es auch zu langsam. Oder ist es? Ist es wirklich jetzt zu langsam? Machen wir dann nochmal zwei?
1, 2, 3 und 4. Und 1 und 2. Muss ich ein bisschen mehr Lumi. Muss ich ein bisschen Redstone, ein bisschen Glowstone holen gehen einfach. Im Nether. So. Das waren jetzt 12 F-Protik. Jetzt ist definitiv zu langsam, oder? Ja, jetzt sieht man schon, der geht immer ein Stück weiter, der fängt immer schon ein Stück weiter früher an, auf die plus 2 zu gehen. Also er wird jetzt so langsam, aber sicher wird er hier sich aufstauen, okay. Ich mal wieder raus. So, wo liegt er hier los? Zurück. Da wo meine Maus ist, müsste jetzt, ja, da geht's wieder los. Und das scheint jetzt stabil zu bleiben. Aber das Ding ist, der Strom pro Umwandlung ist halt gleich. Wenn wir jetzt aber den reinpacken hier und die drei, dann haben wir den Strom pro Umwandlung reduziert um 37%. Das heißt, wir brauchen weniger Strom für die Umwandlung selbst. Er ist schneller als vorher durch das Upgrade hier. Und vermutlich, wenn wir jetzt sogar das bessere Upgrade reinpacken, nochmal das Inver-Dingens, dann müsste das sogar noch besser laufen. Warte mal. Ups. Nee, die Efficiency bleibt tatsächlich gleich. Ist also in dem Fall egal. Gut, dann können wir ruhig die Jungs machen hier. Und die Jungs verbrauchen. Und damit ist er schnell genug. Kann das Zeug benutzen und das passt dann auch. Und wir haben jetzt mehr Strom. Ja, das passt. Okay. Das heißt, das ist dann der Aufbau für die anderen Dinger. Hier kommt dann, der Dynamo kommt logischerweise weg und wir machen stattdessen dann nur den Blast Furnace hin. Und den Blast Furnace, den geben wir dann abwechselnd Sticks, Sepplinge oder eben Holz oder Holzkohle, wenn es dann letztendlich gebraucht wird. Wir könnten noch einen Ofen mit dazu packen, der halt eben dann Holzkohle macht tatsächlich. Das wird dann das permanent auf Holzkohle lassen. Das könnten wir auch noch mit dazu machen, aber das kann man dann so wunderbar eintarieren, wie man das möchte. Oder machen wir am besten auch, oder? Lassen wir am besten einen Ofen da, der wirklich nur noch für Holzkohle zuständig ist. Ja. Der macht Holzkohle, die kommt rein, geht wieder raus. Holzkohleblöcke gehen direkt in den Ofen rein. Ah. Ja, wir werden sehen. Ich gucke mir das nochmal in Ruhe an, überlege ein bisschen was und dann machen wir das dann in der nächsten Folge fertig. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne mit Subscriben, ohne auf die Videos klicken. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.